Kunde Peter sollte Edelschrauberin Tanja eigentlich nur seinen 71er Morris zum Überprüfen in ihre Werkstatt bringen. Aber... Ich habe was gekauft. Ich habe ein neues Spielzeug, ein Lamborghini, und der hat lange gestanden. Und da du dich ja mit Lambos auskennst, das sieht man ja hier auch so. Komme ich mal schnell noch vorbei. Die Edelschrauberin ist also im Außendienst. Noch geht die 53-Jährige davon aus, dass sie gleich einen klassischen Luxusflitzer begutachten soll. Guck mal, guck mal. Ein Traktor aus dem Hause Lamborghini. Genau dafür wurde das Unternehmen ursprünglich gegründet. Doch damit hat die Sportwagenspezialistin nicht gerechnet. Baujahr 1959. Es gibt nur bekannt 300 und auch nur einen mit zwei Sitzen. Und ich möchte mit dem gern morgen fahren. Ich habe null Ahnung, wie das Ding funktioniert. Ich habe von dem Gerät wirklich keine Ahnung. Ja, klar. Ich erkläre dir, wie der geht. Wir wollen morgen fahren. Aber da sind so viele Knöpfe und Schalter, ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Aber du weißt schon, dass ich kein Landmaschinenmechaniker aus dem letzten Jahrhundert bin. Ich habe dich gefragt. Du hast gesagt, du kennst dich mit Lambos aus. Oh, ich hasse und das ist Fehler, definitiv echt. Einer der ersten Lambos. So darf ich mal? Ja, klar. Lamborghinetta. Ja, das ist das Mädchen aus dem Hause Lambo. Ich fand den so süß. Das Ding ist... Ich möchte ihn einfach nur, du weißt, was ich mal habe. Gigantisch geil. Sind das die Originalfarben? Das sind die Originalfarben. Aber guck mal hier sind überall hier so ein Ding so. Alter, ist das Ding krass. Hättest du mir gesagt, wie alt das ist, was du da stehen hast, hätte ich mal was mitgebracht, dass wir den mal abschmieren können. Ich wollte dich ja mal überraschen und ich wollte dich ja mal sprachlos sehen. Weil sonst, ja. Bei den anderen Autos erwische ich dich ja nie, aber diesmal habe ich dich endlich mal geschafft. Auf jeden Fall. Hier würde ich mal sagen, guck mal, Öl. Oh, der hat einen ganz losen Keilriemen. Zu fest wäre schlimmer, weil er was beschädigen kann dann. Aber so lose, wie er ist, der hat ja keinen einzigen Verbraucher. Bevor komm, da lass uns fahren. Die komm, Batterie lass uns alle geht. Machen. Lass uns fahren mit dem Ding, komm. Ich habe ein bisschen Angst. Quatsch. Das ist aber anders als die neuen Trecker. Mal gucken, ob er anstrengt. Gänsehaut. Willst du mal vor und zurück erstmal fahren? Weiß ich jetzt gar nicht, wie das geht. So geht das, ne? Oder so? Ja, mal gucken. Ich glaube, da ist rückwärts. Tu mal deine Hände da weg. Das hast du gleich. Nee, war nicht rückwärts. War vorwärts. Dann ist das rückwärts wahrscheinlich, oder? Nee, auch nicht. Oder so? Wo ist denn rückwärts? Warte. Ah, kriegen das alles hin. Jetzt haben wir mal rückwärts. Komm. Was? Komm, Feigling, hock dich drauf. Warte. Na, nicht losfahren. Alles gut? 3, 4. Okay? Ja. Komm. Vollgas mit 22 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. So ein seltenes Gefährt hat selbst die Oldie-Spezialistin bisher höchstens mal auf Traktormessen gesehen. Der Spaß an dem alten Schmuckstück eint Tanja und ihren Kunden. Krass, der ist so krass und es macht so Spaß und es ist so entschleunigend. Hey, wir haben heute eine Runde mit dem Lambo gedreht und wir sind die ganze Zeit Höchstgeschwindigkeit gefahren. Deswegen habe ich den auch gekauft, weil ich fände den so lustig. Ja, du bist und das echt macht total bescheuert. Schluss mit lustig. Jetzt geht's dem alten Traktor ans Eingemachte. Bevor Peter damit auf Tour geht, soll Tanja prüfen, welche Tücken das Gefährt mitbringt. Was wir auf jeden Fall jetzt noch machen, ist hier einmal diese Verbindung am Minus, an der Minusklemme wieder ordentlich machen. Weil bei dem Geruckel bei dem Ding macht das und dann fällt dir das ab und dann war es das mit Ausfahrt. Ihre Kunden vertrauen Tanja die außergewöhnlichsten Fahrzeuge an. Männerdomäne hin oder her. Ich habe als Frau bisher eigentlich eher Vorteile gehabt als Nachteile, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und da bin ich auch froh und dankbar drüber. Es ist immer eine Sache, wie man sich verkauft. Wenn sich eine Frau als Opfer hinstellt mit keiner stellt mich ein, weil ich bin eine Frau, dann ist sie selber schuld, ehrlich. Also mit Mimimi wirst du in dem Job nichts. Was zählt, ist Fachwissen. Und in Tanjas Fall 35 Jahre Berufserfahrung. So, das war's. Ich würde sagen, du kannst morgen locker deine Tour super, machen. Klasse. Sehr schön. Klappe zu. Doch Peter ist hier nicht der einzige PS-Fan. Adoptivtochter Mali braucht Tanja auch. Kannst du das reparieren, Tanja? Was ist los, Mali? Was ist denn mit deinem Moped? Der springt nicht an. Der springt nicht mehr an? Wenn so ein kleines 6-jähriges Mädchen hier mit so einem Crossbike durch die Gegend fährt, ganz ehrlich, was gibt es Geileres? Das finde ich so cool. Und die macht hier den ganzen kleinen Jungs was vor, die mit ihren Fahrrädern und noch Stützräder und hast du nicht gesehen. Da sehe ich doch zu, dass das ganz schnell wieder läuft. Da habe ich echt persönliches Interesse, ne? Mali? Mhm. Ich hab gesagt, es klappt nicht. Das sprang letztes Mal schon schwer an. Ich würde ja gerne sagen, Tanja, ich guck jetzt mal eben und guck mal schnell. Weil ich weiß, Mali will auch fahren, ne? Ja. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass du mir ja mit dem Morris so Druck machst, schmeiße ich die ins Auto und nehme die mit. Frauenpower, egal wie groß oder klein. Zusatzaufgabe Crossbike. Kundenservice ist Ehrensache. Aber auch machbar? In Egestorf bei Hamburg hat sich Edelschrauberin Tanja ihren Traum von der eigenen Luxusschlittenwerkstatt erfüllt. Aktuell jongliert sie gleich mehrere Aufträge vom selben Kunden, darunter dieser 1971er Morris Minor, der heute auf jeden Fall noch fertig werden muss. So, da ich im Moment jetzt gerade erst wieder loslegen konnte, muss ich jetzt halt ein bisschen Gas geben und ich hoffe, ich schaff's in der Zeit. Das ist halt cool, wenn man sein eigener Chef ist. Klar gehört das dazu, dass es mal länger wird, das eine oder andere Mal. Aber ich fange nicht an, hier Kacklaune zu schieben, weil da macht es mich keinen Spaß mehr. Wenn man hier so, ich finde das alles kacke, da hat keiner Lust zu. Deswegen habe ich lieber gute Laune, höre laut Musik und alles ist gut. Nicht nur miese Laune kann den Job versauen. Auch Hektik ist extrem gefährlich. Nicht nur für die sensiblen Superflitzer unter Tanjas Fittichen. Also wenn ich hier schnell mache mit der Flex und so, dann macht das wenig Sinn. Dann haue ich mir die Flex um die Ohren womöglich noch. Also von daher echt immer ein bisschen ruhig bleiben. Der Oldtimer soll am Wochenende bei einer Rallye mitfahren. Tanja sorgt dafür, dass er dabei den alten Auspuff nicht verliert. So, alles schick. Jetzt hat er hier auch den Abstand, dass er nicht mehr auf dieser Kante aufliegt. Männliche Unterstützung vermisst die PS-Perle in ihrem Schrauberparadies nicht. Wenn einer Frau die Kraft fehlt, muss sie halt mal kurz ein Rohr dafür nehmen. Hebelwirkung ist eben alles. Da ist ein großes Rohr eine tolle Sache. Kfz-Meisterin Tanja kann bei allen Aufgaben locker mithalten. Manchmal auch schmunzelnd. Was ich natürlich öfter schon von Männern gehört habe, ist, können Sie das denn auch als Frau? Wo ich dann immer denke, guck an denen runter. Machen die alles mit ihrem Penis? Ich weiß es nicht. Klar kann ich das als Frau. So, jetzt kommt der Vogel darauf. Glücklicherweise kam das neue Heizungsventil gerade noch rechtzeitig. Denn die Zeit läuft. Der Kunde kommt in einer Stunde. Mit seiner Tochter, für die Tanja auch noch einen Spezialauftrag erledigen muss. Der Morris ist rallyebereit. Doch eine Pause ist für Tanja nicht drin. Heizung geht, entlüftet ist er. Okay, dann jetzt Moped. Die Reparatur des Crossbikes ist für Tanja nicht nur Kundendienst, sondern Nachwuchsförderung für taffe Frauen. Das ist total cool, wenn so eine Lütte, denn die ist ja auch noch super knutschig, irgendwie mit ihren Crossklamotten ankommt und dann wilde Sau da im Gartenspiel fehlt. Total klasse. Muss man unterstützen. Scheiß auf Puppen und Barbie. So, ich habe hier jetzt uraltes Benzin rausgeholt. Ich hoffe, das ist gewesen. Das springt dann auch gleich im anderen Ding. Und ich hoffe, dass es jetzt wirklich einfach daran gelegen hat. Also die müsste jetzt gleich, hebe ich die einmal runter und dann müsste die Kanonen anspringen. Motorräder sind zwar nicht ihr Spezialgebiet, aber wenn so viel Liebe drin steckt. Gerade noch rechtzeitig. Die 6-jährige Tochter des Stammkunden kommt in voller Montur.
Mein Motorrad. Springt. Dein Motorrad. Tja, mal, die habe ich leider nicht hinbekommen. Oh. Nein, doch, habe ich. Was anderes hat Mali auch nicht erwartet. Und Tanja ist happy. Es ist super cool, wenn man dann den Wichtel auf der kleinen Mopede sieht. Da freue ich mich drüber. Finde ich total toll. Denn auch die Zukunft braucht PS-Perlen. Super! Perfekt! Klasse! Danke, Tanja. So, als erstes möchte ich mal hören, wie gigantisch geil ich bin, dass ich das Auto super. Und das Moped fertig habe. Klasse, alles toll. Gut. Da ist was neu, habe ich gesehen. Das ist das Heizungsventil, ansonsten alles wie besprochen durch. Und ich halte die Rallye durch, ja? Ob oder du die Rallye durchhältst, aber weiß ich nicht. Das Auto hält die Rallye durch. Du weißt ja, ich habe deine private Nummer. Ne? Scheiße. Alles sieh gut, zu, dass du vom Hof garantie weißt. Danke, lad das Ding jetzt ein. Ja, klasse. Mach. Super. Alle sind glücklich. Peter hat seinen Morris, das Töchterchen ihr Moped und Tanja endlich Feierabend. Du sagst Bescheid nach der Rallye, ne, welchen Platz du da Komisch. Abgegriffen hast. Klar. Viel Glück. Danke dir. Ciao. Tschüss, Mali. Ciao, ciao. Für die Edelschrauberin geht ein abwechslungsreicher Tag zu Ende. Wer weiß, welche Überraschungen morgen auf sie warten.